Herzlich willkommen zum nächsten Hochzeitsplanungstipp. Heute zum Thema, wie erstelle ich eine Gästeliste? Wie entscheidet man also, wie viele Gäste man überhaupt einladen möchte? Zunächst orientiert ihr euch an der Location. Wie viele Gäste passen in eure Location? Sind es eher 50 oder eher 200? Wie groß habt ihr euch eure Hochzeitsfeier überhaupt schon mal vorgestellt? Sollen es viele oder wenige Personen werden? Eine effiziente und gute Möglichkeit, eine perfekte Gästeliste zu erstellen, ist, die Gäste in Gruppen einzuteilen. In Gruppe A kommen alle Gäste rein, die ihr unbedingt einladen möchtet. Dazu gehören Eltern, Geschwister, Ängste, Freunde und Familienangehörige. In Gruppe B kommen alle Gäste rein, die euch nahestehen, also Tanten, Onkels, Cousinen, Cousins, Nichten, Neffen und Freunde. In Gruppe C kommen dann Gäste, die ihr zwar gerne dabei hättet, die aber nicht so wichtig sind. Dazu gehören vielleicht alte Schulfreunde, nähere Arbeitskollegen und Nachbarn. Diese werden aber nur eingeladen, wenn noch Platz auf der Gästeliste ist. In Gruppe D folgen dann alle Gäste, die ihr eigentlich nicht dabei haben wollt, aber euer Partner, eure Eltern etc. Die Gruppe D ist also eine Kompromissgruppe. Wer schließlich kommen darf und wer nicht, müsst ihr unter euch ausdiskutieren. Am Ende solltet ihr eine perfekte Gästeliste haben, nur mit den Gästen, die ihr unbedingt bei eurer Hochzeit dabei haben wollt und die auch sehr gerne zu eurer Hochzeit kommen. Denn es ist schließlich euer Tag und ihr solltet diesen nur mit euren Lieblingen feiern. Ich hoffe, mein Tipp hat euch heute gefallen. Bis zum nächsten Mal, eure Anna.